Willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind auf dem Weg ins Lizzie's, um uns mit der besagten Kundin zu treffen. Nachdem wir in der letzten Folge uns um den Flathead von Militech gekümmert haben, den Dexter DeShawn haben will und uns auch ja, halbwegs gut mit Militech auseinandergegangen sind, wir dürfen den Flathead behalten. So, jetzt aber auf dem Weg ins Lizzie's, denn es ist ja gerade genau die Zeit, zu der wir uns auch treffen sollen. Das heißt, besser jetzt als nie. Ich muss auch nochmal mein Okay. Aua. Ich muss auch nochmal bei meinen Attributspunkten gleich reingucken. Denn wir haben in der letzten Folge ja plötzlich ein Level-Up von Level 2 auf 5 bekommen, den ich mir bis jetzt noch nicht erklären kann. Ups, sorry. Könnte daran liegen, dass ich auf der Gegenfahrbahn fahre. Also nicht der Levelaufstieg, sondern dass ich gegen den Typen gefahren bin. So, halten. I see. So. Das heißt, wir gucken doch gleich mal rein bei unseren Attributen. Und zwar Reflexe. War doch das mit den Klingenwaffen, genau. Da möchte ich auf jeden Fall... erstmal zwei reinbuddern. Drei. Machen wir mal drei rein. So. Und dann gucken wir hier mal, weil wir hier das ja dann auch freigeschaltet haben. Unermüdliches Nachladen, okay. Blei und Stahl, genau das will ich dann. Also gehen wir mal hier hin. Kostet das auch Punkte? Da steht gar nichts dabei, dass das Vorteilspunkte kostet. Ja, was wird das? Weniger Ausdauer. Und das Blockieren von gegnerischen Projektilen. Sehr gut. Erhöht den Schaden sowie die Chance auf Betäuben von Gegnerangriffen. Wenn deine Ausdauer bei über 93% ist, werden blockierte Projektile in Richtung umgelenkt, in die den Fadenkreuz zeigt. Oh. Okay. Ja, es kostet auch, okay. Okay. Wenn die Zeit verlangsamt ist, wie kann ich die Zeit verlangsamen? Geht das automatisch? Oder ist es dann hier, ist es hier ein Effekt damit? Nee. Okay, gucken wir mal. Dann, was wollen wir noch? Konstitution. Ja, einen Attributspunkt haben wir ja noch. Da würde ich sagen, packen wir den einfach bei Konstitution erstmal rein. Und dann gehen wir mal ein bisschen auf Intelligenz trotzdem noch. Ich möchte nämlich jetzt versuchen, Reflexe, Konstitution, Intelligenz, also quasi Nahkampf mit Netrunner zu verbinden. Coolness wäre noch ganz nett, ja. Wegen aber halt primär Stealth. Stealth will ich ja dann nicht. Ich will halt im Kampf auch quasi meinen Cyberware benutzen können. Das ist so der Sinn dahinter. Hey Zuckerschnute. Grüß dich. Wie wär's mit deinem heißen BD? Was habt ihr so? Was haben wir nicht? Traumfrauen und Männer. Synaptische A-Klasse. Hier gibt's keine ausgeleierten Virtu-Porno-Boy-Toys oder Gummipuppen. Unser Zeug ist Kunst. Das packt dein Herz und bläst dir die Sinne aus den Poren. Die reinste virtuelle Ekstase. Deshalb kommen die Leute her. Klingt ziemlich überzeugend. Das ist kein Werbespruch, sondern eine Warnung. Unsere Sachen sind maßgeschneidert. Nicht für Otto-Normalsynapsen. Denkst du, das verkraftest du? Natürlich. Maßgeschneidert? Verdammt, das klingt gut. Ich bin dabei. Mhm. Ein paar Sachen noch vorab. Unerlaubtes Aufnehmen ist streng verboten. Keine Drogen, kein Grapschen. Gefällt dir jemand, fass ihn nicht an. Wähle im Katalog, bestelle einen BD und verzieh dich in die Kabine. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Mhm.
Dann geh rein. Viel Spaß, Input. Oh, willkommen im Lizzie. Was für ein süßes kleines Gesichtchen. Er hat sie wohl schon absolviert. Hängt alles davon ab, worauf du stehst. Hey! Willst du was trinken? Nur so aus Neugier. Heißt die Besitzerin Lizzie? Schon lange nicht mehr, nein. Ist keine angenehme Geschichte. Jetzt bin ich noch neugieriger. Die echte Lizzie hatte hier früher mal ein Striplokal. Lizzie's Bar. Mädels gut bezahlt, versichert, hatten sogar Personenschutz. Alles in allem ein guter Laden. Ah, Geschichten über die guten alten Zeiten und ihr unausweichliches Ende. Nichts passt besser zum Alkohol. Ein guter Drink lässt die Geschichten besser flutschen. Also, was ging schief? Tiger Claws haben Lizzie abgeknallt. Ein Tiger hat eins von Lizzies Mädchen schlimm zugerichtet. Lizzie hat ihm die Eier weggeschossen. Am nächsten Tag kam dann die Gang. Das war's für Liz. Aber am Ende haben die Tigers den Mox doch die Bar überlassen, oder? Sozusagen. Die Mox mussten dem Deal zustimmen, aber sie haben einen kühlen Kopf bewahrt und sich organisiert. Susie Q hat jetzt das Sagen, aber das Schild bleibt als Andenken. Und das Geschäft läuft immer noch. Ich suche Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Ich bin Vee. Bin hier mit ihr verabredet. Ist mir dein Vergnügen, Vee. Ich bin Matteo. Aha, ist ja schön. Und Evelyn? Der Club ist groß. Du wirst schon selbst nach ihr suchen müssen. Ist schon gut, Matteo. Ich hab ihn erwartet. Bonjour. Evelyn Parker. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du's bist. Nichts geht über Sanson. Aber woher weißt du das? Ich kenne gern die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht habe ich aber auch nur gut geraten. Was dagegen, wenn wir über den Job reden? Hab gehört, du hast was für mich. Aber nicht hier. Los, komm mit. Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Ein alles geiles ist in Stück Ordnung. Wie ich für einen scharfen Kerl. Sag mir doch einfach die Wahrheit. Ringelpiez mit anfassen oder was Versautes? Ringelpiez mit anfassen oder was Versautes? Dex hat viel über dich geredet. Du seist professionell, effektiv. Und vertrauenswürdig. Ich hoffe, er hat nicht zu viel versprochen. Dir ist scheißegal, was Dex denkt. Das wissen wir beide. Du kannst kein Kompliment vertragen, was? Doch. Schmeicheleien sind nur unter deiner Würde, oder nicht? Vielleicht ist Dex unter deiner Würde. Kennt ihr zwei euch schon lange? Eigentlich ist das mein erster Job für ihn. Es gibt zwei Arten von Fixern. Die einen halten ihre Crew an der Leine und binden sie mit Verträgen an sich. Für die zählt Loyalität und Verlässlichkeit mehr als alles andere. Und dann gibt's die andere Sorte, wie Dex. Komm schon, spann mich nicht so auf die Folter. Glücksritter. Sie verlassen sich nur auf eins, ihre Intuition. Sie setzen auf Potenzial. Und wenn sich das bei einer neuen Crew nicht auszahlt, dann war das der letzte Fehler ihres Lebens. Ich hoffe inständig, Dex lässt seine Intuition nicht im Stich. Warum kommen wir nicht endlich zur Sache? Was hast du für mich? Dein Ziel. Ich nehme an, du kennst es? Relic. Ein sichere-deine-Seele-Schmuckstück. Richtig gute Tech.
Wir haben es mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Mhm. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer-Tech gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Er liegt gesichert im Konpeki Plaza, dem Hotel. Warst du da schon mal? Fürchte, in das Viertel habe ich mich noch nie verlaufen. Schade. Das frische Essen dort ist sündhaft gut. Der Koch hat bestimmt einen Pakt mit dem Teufel. Also, wo genau finden wir diesen Chip? In einer Suite im obersten Stock. Dort wohnt Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Er ist in der Stadt? Liest du denn gar nicht? Die Medien haben sich darauf gestürzt, als Yori nach Night City kam. Es war in allen Schlagzeilen. Jedenfalls ist er der Erbe des Arasaka-Imperiums. Saburo Arasakas einziger überlebender Sohn. Und jetzt will Arasaka Junior in Night City die Macht an sich reißen, oder wie? Nur eine Handvoll Leute in Night City kennen Arasakas wahre Absichten. Und du gehörst dazu? Einer wie Yorinobu hat auch eine ganze Armee im Rücken. Das Hotel ist wahrscheinlich eine Festung. Yorinobu hat überhaupt keine Mietmuskeln, keine Wachen. Hat sie vor langer Zeit entlassen. Warum denn? Du weißt doch sicher, was man über Arasakas Infos sagt. Niese in Night City und in Tokio fällt eine Kirschblüte vom Baum. Yorinobu war überzeugt davon, dass die Leibwachen seinem Vater direkt Bericht erstatten. Wir haben es also nicht auf den Konzern abgesehen, sondern auf Yorinobu Arasaka selbst. Bitte. Yorinobu ist eine Puppe. Hat seine Karten vor Jahren verspielt, als er Papi nicht gehorchte. Saburo hat Yori seit Jahren bei den Eiern und wartet nur darauf zuzudrücken, wenn er herausfindet, dass sein Sohn Scheiße baut. Okay. Hör mal, wenn du jetzt noch Asse im Ärmel hast, solltest du sie langsam ziehen. Bekomm jetzt nicht gleich einen Ständer, mein Lieber. Aber Yorinobu hat sich den Chip aus Arasakas Labor geklaut, weil er einen Deal mit Netwatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Hast du mein Ass gefunden oder muss ich deine Nase reinhalten? Moment. Netwatch ist doch neutral, dachte ich. Netwatch ist für die Sicherheit aller Konzerne zuständig und kassiert dafür Millionen. Aber heutzutage dankt es dir niemand, wenn du ein Heiliger bist. Wer bei diesem Spiel gewinnen will, muss alles einsetzen. Und was hat Yorinobu von der ganzen Sache? Unwichtig. Konzentrier dich auf den Biochip. Was könnten ihm die Wächter und Beschützer des Cyberspace bieten? Infos über seine Feinde? Das muss dich nicht kümmern. Du sorgst dafür, dass die Übergabe nie über die Bühne geht und ich den Chip kriege. Gut, also keine Arasaka-Sicherheit auf dem Chip, weil Yorinobu ihn geklaut hat. Und wo versteckt er ihn? Wahrscheinlich in einem Spezialbehälter, der eine organische Neuralumgebung imitiert. Von außen wird es wie ein ganz gewöhnlicher Koffer aussehen. Und der Koffer ist wo? Das wirst du bald selbst sehen. Natürlich erst, wenn du mit deiner Arasaka-Fragerunde durch bist. Was weißt du sonst noch über Yorinobu? Eigentlich ziemlich viel. Hat in Tokio Finanzwesen und Biotechnologie studiert. Sicher nicht seine Entscheidung. Saburo hat ihn bearbeitet, damit er sein Nachfolger wird. Aber dann hat Yorinobu sich davongemacht und alle Verbindungen zum Konzern abgebrochen. Letztendlich kam das schwarze Schaf wieder nach Hause, aber ein bitterer Beigeschmack bleibt. Doch das ist nur eine Seite von ihm. Die andere ist ein intelligenter Mann, der immer wusste, was er wollte. Und der seine eigenen Pläne für Arasaka hat. Vielleicht ist er auch einfach ein machtgeiles Konzernarschloch. Hast du je darüber nachgedacht, wie sich ein Leben als Königskind anfühlt? Du hast alles. Und bist trotzdem ein Niemand. Ein Nichts. Zumindest, solange du noch in Saburo Arasakas Schatten stehst. Das kann ich nachvollziehen. Das ist eine Verletzlichkeit, die ich nur zu gut verstehe. Und die du volle Kanne ausnutzen willst. Noch eine Sache. Was sind das für Daten auf dem Chip?
Für dich irrelevant. Wir sprechen hier von Daten, die Yoronobu von Arasaka geklaut hat und obendrein an Netwatch verschabeln will. Klingt mir ziemlich relevant. Hör zu, V. Überlass mir den Relic. Und konzentrier du dich lieber auf deine Belohnung. Sieh den Job durch und ich sorge für ein gut gefüttertes Bankkonto. Okay, und was jetzt? Jetzt kommt das Beste. Folge mir. Hab was für euch. Sollte beim Planen helfen. Braindance vom Konpeki Plaza. Was soll ich mit einem Braindance? Ich brauch Fakten, kein Fick. Denkst du wirklich, BDs sind nur dafür gut, sich auf virtuelle Titten einen runterzuholen? Nein. Sie können wirklich sehr nützlich sein, um Details zu analysieren, die nicht mal verchromte Wahrnehmung schnallt. Das ist genau das, was du brauchst. Was ist auf dem Band? Yorinobu Suite. Und zwar von innen. Den Relic musst du selbst finden. Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen. Moment, hast du das etwa aufgezeichnet? Mhm. BD-Rec-Implantat. Was dagegen? Das soll also Yorinobus Haus auf dem Band sein. Das heißt, du warst drin. Kennt ihr euch? Wie sonst bin ich an all die Infos gekommen? Ich kenne ihn ehrlich gesagt sogar gut. Wir haben einen Deal. Rein geschäftlich. Gut für uns beide, denke ich. Dann zeig mal diesen Braindance. Judy wird uns helfen. Auch ne Mox. Wir kennen uns schon ewig. Wie? Das ist wichtig. Judy war immer an meiner Seite. Hat immer geholfen. Ich vertraue ihr. Aber sie ist ne Mox und kein neues Mitglied deiner Crew. Vergiss das nicht. Also, sei ein braver Junge, benimm dich und halt deine Zunge im Zaum. Entspann dich. Glaubst du oder nicht? Ich kann durchaus taktvoll sein. Hey, da bist du ja. Das ist V. Er ist für den BD hier. Hallo. V, das ist Judy. Die beste Braindance-Editorin, die ich kenne. Ja, ja, jetzt ist gut. Ich kotz gleich. Beeindruckend, das Zeug. Und all das nur für einen Braindance? Mhm. Analysatoren, Wahrnehmungssignaturverstärker, akustische und emotionale Wellenmonitore, Mimikübersetzer. Judy. Schon gut, schon gut. Hab dein BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Wie muss tief rein? Das ist die Hauptsache. Na dann, passen wir ihn auf ihn an. Hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Solltest mal die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Wir lassen wir also rein, damit er sich dort gründlich umsehen kann. Richtig? Na, wie? Wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Ganz ehrlich, ich bin keine BD-Jungfrau, aber dieser ungefilterte Kram, das ist Neuland für mich. Keine Sorge. Ich erkläre dir alles. Ist leichter, als es klingt. Gut, setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Okay. Ich kann schon laufen. Verkauf das später nicht als Wunder und gründet eine Religion, bitte. Ah, das war das, was sie damals bei Release gepatcht haben, weil es für Leute mit Epilepsie nicht so gut war, dieses Licht, diese Lichteffekte, diese Flackereffekte, die jetzt gleich kommen. Zuerst muss ich dein Wahrnehmungsprofil erstellen. Okay, leg los. Aber sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht. Okay, sitz still. Sieh mich an. Ich lass die Analyse laufen. Sollte leicht prickeln. Mhm. Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Machst du viele solcher Jobs? Andauernd. Aber normalerweise ist es Zeug für die Mädchen im Club. Routine Porno-Tuning und so Kram. Orgasmen stärker machen? Eher alles andere rausschneiden. Ficken ist Alltag für die Mädchen.
Da wandern die Gedanken leicht zu Einkäufen, Geburtstagen, Rechnungen und so. Aber selbst dann kann man Emotionen zu etwas Einzigartigem, Unvergesslichem umformen. Kann mich nicht beschweren. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Okay, fertig. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Okay, mal sehen. Wo könnten wir... Kann er nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Weil es sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich habe hier was, das perfekt sein sollte. Wird nicht lange dauern. Absprung in 3, 2, 1. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Alle runter! Los, runter! Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geht her! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Wow! Ja, du! Ich! Jetzt! Ehe ich dir deine scheiß Birne wegpuste! Beeindruckend, oder? Ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ als... Nee, das war's für mich. Wie? Dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt. Wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Judy, bitte. Ev, sie will einen Runner dazu holen. Was genau verstehst du nicht? Woher weiß ich, dass sie sich nur da reinhackt? Weil ich es dir sage. Ja, klar. Denk an unsere Vereinbarung. Hilf mir, nur noch dieses eine Mal. Und ich verspreche, dass alles klappen wird. Genau wie geplant. Okay, V. Ruf T-Bug an und wir springen rein. Hey, V, was gibt's? Buck, hör zu. Ich hab was Nützliches aus dem Konpeki Plaza. Einen Braindance. Konpeki? Hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Judy und Evelyn. Die sind in Ordnung. Sie helfen mir mit diesem BD. Aha, okay. Und sagst du mir, worum es geht? Hör zu, ich brauch dich. Hab keinen Schimmer, worauf ich drinnen achten muss. Ich seh mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tech. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Der ist sicher. Gut, ich geh rein. Meine Anfrage sollte bei dir sein, genau jetzt. Hab sie. Bist du soweit? Sekunde. Okay, Verbindung bestätigt. Jetzt nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball. Gib Saft, Judy. Okay. Okay, V, Augen auf. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. Ich kann man bestimmt gut ficken, oder? Ich sagte, nein! Dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Scheiße, die Kameras sind neueste Tech.
Bewegungs- und Wärmesensoren, FFE. Aber für dich kein Problem, oder? Natürlich nicht. Ich brauche nur Zugang zu ihrem Subnet. Na gut, wenn er euch wird switchen. Ich hoffe, man kann das nicht verdammt. Die Sicherheitsfirmware ist gut, aber ein paar aufgeregte Vögelchen haben in dem Forum gezwitschert, dass durch dieses Sieb eine Menge Körner rieseln würden. Ich generiere ein paar Schlüssel und fälsche die Signaturen. Nochmal die gleiche Kamera, die kennen wir ja schon. Okay. Ich sagte, nein! Dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber mach es dir bequem. Ich brauche nur noch einen. Hör bei dem Gespräch zu, Vi. Das könnte wichtig sein. Minute. Das werden wir schon sehen. Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Aha. Nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, mein die mit... Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Savolo ist ein verwirrter Despot, der jeden Sinn für Realität verloren hat. Gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Hast du das gehört? Die Relic-Docs müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Nicht. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr lästig sein. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt, nervös. Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Ich sage, dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber ich... Mach es dir bequem. Ich wollte nur noch in das Programm eine Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Wenn es eingeschaltet ist, okay. Was ist es denn eingeschaltet? Ich habe eine Idee, die in der Bache... Vom letzten Mal... Die Frage ist, was ist ein PDA? Das ist ja nur sein Telefon. Mich an. Hast du das schon für mich? Das Mal war ziemlich gut. Schaut sie mit nach.
dran. Der misst falsch. Mann, hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlafzimmer, Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Sehr schön. Aber jetzt komm endlich her. Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Geladen und gesichert. Gut zu wissen. Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Ich bin echt gerade verwirrt, wo ich das PDA finden soll. Oder soll ich hier vielleicht was anderes finden? Das? Automatische Geschütze. Neuestes Scannermodell. Alle Systeme mit dem Server verbunden. Kannst du sie abschalten? Extern? Nein. Ich muss erst reinkommen und die Links zum System überprüfen. Mhm. Sieht aus, als wären alle Sicherheitssysteme mit dem Hotel-Subnet verbunden. Wir brauchen den Flathead, um diese Systeme auszuschalten. Wir können sie nicht ohne ihn umgehen? Nein. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Wie telefoniert er die ganze Zeit nur? Doch, fuck, mir hat der Höchstheit. Jan! Okay, vielleicht ganz am Ende? Yurinobus PDA. Jetzt? Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern. Mein Vater ist ein müder, alter Kreis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Bla bla bla, belauscht haben wir ihn ja schon. In Ordnung? Fische Lagerungsfüßen, Lagerung. Das Telefon haben wir ja auch schon gescannt. Geht das deswegen vielleicht nicht, weil es aufhängt? Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Das reicht. Wir scrollen mal bis zum Ende. Sehr schön. Aber jetzt kommen wir in die... Eine Sekunde. Ich suche die Effekte. Da. Der ist in einem speziellen Container mit Temperaturregelung. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Frost da bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yurinobu den Chip aufbewahrt.
Da war doch was. Schlafzimmer im Nachttisch. Ich habe eine Idee. Okay, was hat er da jetzt entdeckt? Evelyn oder was? Klimaanlage. Standardmodell für Hotels diesen Kalibers. Temperatur stimmt mit der in den Dokumenten überein. Aber hier wird er nicht sein. Temperaturschwankungen wären zu riskant. Mal gucken, wenn er dann in der Mitte sitzt. Donahue. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. Nur ein Edelkühlschrank. Temperatur stimmt nicht mit den Vorgaben überein. Hier findest du nichts. Okay, habt ihr Wärmesignatur. Stimmt mit den Daten in den Unterlagen überein. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm, wir haben ihn. Gute Arbeit. Sehr schön. Wir haben alles, was wir brauchen. Verlass den Editor. Hast du alles? Hab genug, ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Bug. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Behalt ihn. Ich schreib ihn bei F an. Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, wandelnde Leichen. Beruhige dich. Ich hab alles im Griff. Wenn du das verkackst und die an meine Tür klopfen. Jody, ganz ruhig. Das wird nicht passieren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Sicher doch. Denk dran, wir sprechen uns bald. Wir müssen los. Okay. Ich folge unauffällig. Und? Was denkst du? Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich? Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Compacky. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht.
So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Hm, danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Kalte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Weh. Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin. Ehrlich. Ich hab das im Griff. Vertrau mir. Und? Was jetzt? Weh. Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, da stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen... Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt. Ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest, das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Mhm. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Schon wieder zwei Level auf einmal aufgestiegen. Wie sieht's aus, Mr. V? Evelyns Aufnahme aus dem Compaggy war die Mühe wert. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Mr. V. Dann wollen wir das Ding mal durchziehen. Ja, das sollten wir vielleicht nicht unbedingt anfahren. Da geht's gar nicht durch. Ich dachte immer, da geht's durch. So, willkommen im Afterlife. Porque ya tengo planes para esta noche. Virgen Santísima, Mama. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, Mama. Mama macht sich Sorgen. Endlich, hermano. Was gibt's Neues bei Señora Welz? Ach, du weißt schon. Macht sich ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte, wie die anderen Welles-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen! Wir haben es geschafft.
die Oberliga. Und höher geht es nicht mehr, Jumba. Und weißt du was, wie? Wir haben es uns verdient, Mano. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Dann rein ins Afterlife. In den legendären Club. Eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Im Ernst, Jackie? Was? Das hast du von mir. Echt jetzt? Oh, Scheiße. Muss ich nicht hier sein? Und wer seid ihr, Clowns? Ich bin V. Das ist Jackie Wells. Okay. Sollte da was klingeln? Wird es bald. Treffen uns hier mit Dex. Yo, Dex. Hier sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Schon dabei, Viro. Wir waren in Kangtaos Strandhotel in Kapstadt. Hey. Setz dich, bin gleich bei dir. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Hörst du es schlagen? Stell's dir vor. Susan Forrest. Boa Boa. Vielleicht sogar Morgan Blackhead. Endlich sind wir hier. Ist Zeit geworden. Hey, siehst du die alte Dame da? Mhm. Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Nichts, danke. Im Ernst? Ich feiere hier. Komm schon, geht auf mich. Chingada Madre, okay, meinetwegen. Ein Oldschool-Tequila mit einem Spritzer Cerveza und Chilischoten. Ein Johnny Silverhand kommt sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meine hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Wie lange gibt's das Afterlife schon? Ein halbes Jahrhundert? Länger. Ich weiß aber nicht, wie viel länger. Muss der älteste Club in Night City sein. Und der am meisten respektierte. Vergiss das nicht. Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Ach, was für eine schöne Tradition. Ich glaube, sterben ist okay, wenn man dafür in die Geschichte eingeht. Musst aber erst als Legende leben, hm? Der Tod ist nur der ruhmreiche Abgang. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste... Ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Dex' neuster Fund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Ist Dex Stammkunde? Kommt er oft her? Er war eine ganze Weile weg. Hat sich hier volle 2 Jahre nicht blicken lassen. Ein Kater geht eben seinen eigenen Weg, ja? Tja, wo immer er war, er kam ein paar Pfund leichter wieder. Vielleicht gab's dort doch keinen Pizzanotdienst. Woher weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber. Allesamt. Kann ich mir vorstellen. Hals und Beinbruch. Danke. Irland. Mann, Homie, du bist riesig. Studio? Ja. Ah, ich auch, im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo, Ninjutsu? Ja. Meinst du könntest mich umhauen? Hier rein. Bist du pinche Tipo. Bis dann. Ja, genau.
Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Alles klar. Macht's euch bequem. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt. Das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Ganz gut, denke ich. Wir waren im Konpecki Plaza. Direkt drin, mit ihrer BD-Aufnahme. Mhm, hat mir Buck schon erzählt. Also kennst du das Ziel, Yorinobu Arasaka, der Kaisersohn und mutmaßliche Erbe. Mhm. Der Mann mit dem Millionen-Eddie-Namen, ohne Talent dahinter. Evelyn Parkers spezieller Freund? Und sonst? Wollte sie nur Hallo sagen? Oder war noch was? Diese Parker. Weiß nicht. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei ihr. Einen Abend schlürft sie Champ Paradis mit Yorinobu, den nächsten redet sie mit Gästen im Lizzies. Passt nicht zusammen. Fiel mir auch auf. Du meinst, wir zählen eins und eins zusammen und haben am Ende drei raus? Dann fehlt was in der Gleichung. Aber deshalb habt ihr mich. Wer euch ficken will, muss erst an Dex Deschamps 300 Pfund Arsch vorbei. Noch was? Ich glaube, sie wollte mich nur begutachten. Sie wollte dich nur begutachten, hm? Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpecki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht er mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deschamps arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man stilecht mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre? Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Harry Conwell. Ramon! Pff. Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen, Haji Metaki. Sonst noch was? Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskeln. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T
T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Anteil für Neulinge ist immer gleich und nicht verhandelbar. 30%. Bro, 30? Jeder Teil dieser Sache birgt Risiken. Das ist der Wert von eurem, so wie ich ihn einschätze. Komm schon, Dex. Das ist echt wenig. Moment mal, Homie. Wer hat den Flathead geholt? Und die Infos aus dem Braindance? Außerdem gehen wir in ein Hotel voller Sackerspackos, um Sohnemann sein scheiß Spielzeug zu klauen. Wir sind der Job. Hm. Und wer sorgt für den Transport, den besten Netrunner, einen sicheren Plan und alle Infos? Willst du mich herausfordern? Jack hat recht, Dex. Wir wollen mehr als 30%. Wir sind mehr wert. Okay, 35. Letztes Angebot. Alles klar. Damit kann ich leben. Ist eine Weile her, dass mir jemand was abgeschwatzt hat. Ganz lustig. Eine Sache noch. Im Konpeki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Tido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in 1-2 Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in der Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich, aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren? Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Okay. Können wir dann gehen? Dann würde ich sagen, sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder von Cyberpunk 2077. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann ziehen wir den Job durch. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut und ciao.